Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich von meiner alten Couch. Die hat nämlich etwas mit meinem neuen Spitznamen zu tun. Was diese Couch so besonders macht, warum sie nun einen Platz in meinen Videos hat und welche besonderen Ereignisse ich mit ihr verbinde, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. 14 Jahre lang hat mich diese Couch nun begleitet. Als ich 2009 Kaplan in Ösede im wunderschönen südlichen Osnabrücker Land wurde, da habe ich sie mir für mein Wohnzimmer gekauft. Sie war für mich immer ein besonderer Rückzugsort. Abends, wenn ich nach Hause kam, auch manchmal sehr spät, habe ich mich hier hingesetzt, noch ein Stündchen gelesen, Musik gehört oder auch einfach mal nur den Fernseher eingeschaltet. Ein guter Moment der Zerstreuung. Um es mit Loriot zu sagen, ich wollte einfach nur mal hier sitzen. Aber ich habe diese Couch auch für kurze Powernappings genutzt. Wenn ich müde wurde und zwischendurch Zeit hatte, konnte ich hier für ein Viertelstündchen rasten. Das tat sehr gut. Manchmal habe ich hier auch gebetet. Ich habe zwar meinen Gebetsort in meinem Schlafzimmer, doch wenn es sich ergab, konnte ich auch hier das Stundenbuch in die Hand nehmen, die Vesper beten oder auch den Rosenkranz. Ihr seht, es ist eine sehr vielseitige Couch, multifunktional sozusagen. Nun wird diese Couch mich weiter in unseren Videos begleiten. Darum ist sie die Pastoren-Couch und ich bin der Couch-Pastor. Und vielleicht werde ich in Zukunft so manche Gastperson auf meiner Couch begrüßen dürfen. Ich verbinde mit diesem Möbelstück aber auch ganz besondere Momente. Liebe Menschen, die mit mir hier gesessen haben und mit denen ich gelacht, geweint, gefeiert und gesprochen habe. Wenn meine Eltern zu Besuch kamen, haben sie hier mit mir gesessen. Natürlich nicht wir drei auf der einen Couch. Ich habe noch zwei weitere Sessel in dieser Sitzgruppe. Und doch verbinde ich die Erinnerung an schöne Sonntagnachmittage oder Abende mit meinen Eltern, die inzwischen verstorben sind und die ich sehr vermisse. Aber ich denke auch an die Weihnachtsabende, wenn ich nach der Mitternachtsmesse noch die liturgischen Dienste auf das ein oder andere Getränk in meine Wohnung eingeladen habe. Alle haben sich auf die Sitzmöbel verteilt. Und dann war für mich der gemütliche Teil von Weihnachten da. Bestimmt habt ihr auch besondere Möbel, die euch mehr bedeuten, als nur Funktion zu sein. Schreibt dazu gerne einen Kommentar. Lasst doch gerne ein Like für den Couchpastor Mike hier und drückt die Glocke, damit ihr kein Video vom Bodenpersonal verpasst. Und wenn ihr den Link anklickt, seht ihr einen meiner Lieblingssketche von Loriot, aus dem ich vorhin zitiert habe. Macht's gut!